Aber ich sag mal so, jeder, der Nagellack auftragen kann, kann damit Erfolge erzielen. Diese Ausgleichsmasse beim Bodenbau? Wirklich so einfach, ich liebe es. Hallo ihr Süßen, heute geht es mal nicht um mein Gesicht, sondern um meine Nägel. Ein Thema, das mich wirklich in den letzten 6 Monaten verrückt gemacht hat. Wie man vielleicht schon bemerkt hat, ich bin eine Transfrau und deswegen mache ich eine Hormonersatztherapie. Was hat das mit meinen Nägeln zu tun? Ein Nebeneffekt dieser Therapie ist einfach, dass die Nägel unheimlich dünn werden. Also nicht bei allen, aber bei mir, leider. Früher hatte ich unheimlich starke Nägel und jetzt habe ich Nägel wie Papier, also wie 80 Gramm Papier. Sorry, das Intro wird ein bisschen länger. Also ich habe super viel ausprobiert, ich habe mir Nagelhärte organisiert, das hat nichts gebracht. Ich habe supplementiert, das hat leider auch nichts gebracht. Ich wollte auch nicht abhängig werden von einem Nagelstudio. Klar, die Nägel sehen danach wunderschön aus, man kann selber bestimmen, wie lang sie sein sollen. Ich persönlich möchte ja gar nicht so ultralange Nägel, sondern ich möchte einfach gesunde, längere, natürliche Nägel. Was mich auch beim Nagelstudio so ein bisschen stört, ist, wenn man die erneuern möchte, muss man das Gel wieder runterfräsen. Ich gehe schon nicht gerne zum Zahnarzt oder zur Zahnärztin, deswegen das Geräusch mag ich überhaupt nicht. Deswegen war das so, oh nee, das mache ich glaube ich nicht. Aber ich habe eine Lösung gefunden für mich, die für mich gut funktioniert. Die möchte ich mit euch teilen und vielleicht ist sie auch was für euch. Das Produkt, das meine Nagelwelt verändert hat, habe ich auf Amazon gefunden. Es nennt sich Didier, glaube ich zumindest, dass es ausgesprochen wird. Es ist eine französische Marke. Studio Didier Fiber Base Octagon. Octagon, so sieht's aus. Ganz schlicht, ganz einfach. Er kostet so, glaube ich, um die 11 Euro. Natürlich hinterlasse ich euch die Links in der Beschreibung. Das ist ein Nagellack, der unter einer UV-LED-Lampe aushärten muss. Aber ich sag mal so, jeder, der Nagellack auftragen kann, gerade Transparenten, die man ja im Grunde nicht sieht, kann damit Erfolge erzielen. Das Schöne ist auch, die Konsistenz ist im Grunde wie so ein Kleber, also ein bisschen dickflüssiger. Und das Tolle ist, tragt es auf den Nagel auf wie ein ganz normaler Nagellack und er verteilt sich von alleine ziemlich gut. Das heißt, auch wenn er dicker ist, gleicht er sich so ein bisschen aus, wie so Fugenspachtelmasse. Wie so Ausgleichsmasse beim Bodenbau? Keine Ahnung, wie das nennt. Egal. Man kann das mit mehreren dünnen Schichten machen. Das ist mir aber viel zu aufwendig. Deswegen mache ich meistens eine dicke Schicht drauf und die härtet auch super aus. Bevor ich jetzt zu sehr ins Detail gehe, fange ich einfach mal an, es zu erklären. Aber es ist wirklich kinderleicht und ihr braucht nur dieses Zeug. Eine UV-Lampe, da werde ich euch auch eine reinpacken in die Beschreibung. Die kostet 10 Euro oder 12. Das ist ja im Grunde auch nichts, wenn man wirklich endlich eine Lösung gefunden hat für brüchige, dünne Nägel. Genau. Bevor es losgeht, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Und jetzt geht's auch schon los. Der erste Schritt für mich ist es, den Nagel von Fetten zu befreien. Also wascht eure Hände wirklich gründlich ab, sodass dann nichts mehr auf den Nägeln drauf ist. Dann kann man die ein bisschen anrauen. Ich persönlich mache das nicht, weil ich meine Nagelhaut eigentlich so wenig wie möglich schädigen möchte und es trotzdem bei mir funktioniert. Der nächste Schritt ist es wirklich ganz simpel und einfach, die Fiberbase aufzutragen. Und guckt einfach da mal, ob ihr lieber in 2 dünnen oder 3 dünnen Schichten arbeitet oder so wie ich in einer dickeren Schicht. Die dickere Schicht verlangt natürlich, dass ihr den Auftrag schon beim ersten Mal relativ gleichmäßig macht. Mir persönlich fällt das gar nicht so schwer, obwohl ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe von Nail Design und so. Aber diese Schicht, wirklich, das glättet sich irgendwie von allein. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es ist einfach ein wundervolles Zeug, finde ich. Klar, wenn ihr so richtige Hügel reinbastelt, dann sieht man die später auch nach dem Abhärten. Aber ihr könnt die auch noch wegfeilen. Also es ist wirklich, wirklich so einfach. Ich liebe es. Ich lasse das Ganze dann 3 Minuten lang aushärten. Dann ist noch so eine dünne Schwitzschicht ganz oben drauf. Die ist so ein bisschen klebrig. Die entferne ich dann mit einem Wattepad und Nagellack. Entferne mit Aceton. Man kann ja auch Alkohol benutzen. Aber warum Alkohol? Wenn auch dieses Zeug hier funktioniert, das ist ein Nagellackentferner mit Aceton. Guckt einfach, was ihr zu Hause habt. Vielleicht geht es auch mit einem nicht acetonhaltigen Nagellackentferner. Ich habe jetzt einfach den genutzt. Der funktioniert. Und damit nehme ich dann die Schwitzschicht ab und dann ist der Nagel wunderschön und super glänzend. Ob er jetzt schon stark genug ist, könnt ihr auch einfach testen, indem ihr über den Nagel geht. Den habe ich wirklich, das ist mein Lieblingsnagel, den bekomme ich immer richtig gut hin.
Ist ja sowieso so, dass wir Rechtshänderinnen die linke Hand schöner machen und die auch immer schöner aussieht, weil wir die halt so wenig benutzen. Und halt dann umgekehrt, abhängig davon, ob ihr Links- oder Rechtshänderin seid. Ja, was ich dann mache, wenn ich es super natürlich halten möchte, ich nehme mir so eine Feile, so eine Polierfeile, um genau zu sein, die sieht auch schon ein bisschen fertig aus. Macht dann den Nagel matt. Da müsst ihr halt gucken, was ihr präferiert. Ich persönlich finde es eigentlich ganz schön, wenn die Nägel matt sind, dann sieht es halt ultra natürlich aus. Das sieht dann niemand mehr. Ich habe meine Kolleginnen gefragt, die dachten, ich habe nichts drauf. Die dachten einfach, mein Nagel ist so stark. Nein, ich habe natürlich weitergegeben, wie ich meine Nägel fit halte, sodass sie weiterhin wachsen können. Also gerade bin ich wieder in einer Situation, wo sie etwas kürzer sind. Ich lasse jetzt gerade wieder etwas wachsen. Ich habe nur gemerkt, ich bin gerade viel auf Reisen und da sind kürzere Nägel etwas praktischer. Genau, das ist der Grund, warum sie etwas kürzer sind. Der Hersteller sagt, wenn man sie wieder abmachen möchte, muss man sie in so Watte, die getränkt sind mit acetonhaltigem Nagellackentferner, glaube ich. Ich mache das halt anders. Ich nehme mir eine Pinzette und oft kann man dann ungefähr nach 2 Wochen die sehr dünne Schicht auch schon von alleine abziehen. Da werden auf jeden Fall ein paar Rückstände bleiben von diesem Fibercoat. Den könnt ihr aber ganz leicht entfernen mit so einer schönen, feinen Feile. Genau. Was mich auch noch überzeugt hat, ist einfach, dass der Fibercoat so viele gute Reviews hatte auf Amazon. Klar, die kann immer gekauft sein. Aber das war für mich schon mal generell ein Zeichen, dass ich es ausprobieren möchte. Der Unterschied ist zu anderen Nagellacken, die ja auch schon irgendwie den Nagel härten könnten, weil sie eine Lackschicht sind, ist, dass da wirklich Fiber drin sind, die, wenn es einmal angezogen ist, einfach eine schöne, harte Oberfläche schaffen. Also sie ist nicht knochenhart, aber sie ist halt genauso hart, dass der Nagel darunter in Ruhe wachsen kann. Das Schöne ist auch, dass alle Produkte natürlich vegan und tierversuchsfrei sind. Da habe ich extra angefragt. Ist es auch noch Vitamin E und Calcium drin? Inwiefern die wirklich in den Nagel eindringen können, weiß ich nicht. Diesen Fibercoat gibt es auch mit Farbe. Wenn ihr jetzt schon sehr geübt seid mit Nagel, Lack auftragen, was ich gar nicht bin, dann geht das wahrscheinlich bei euch auch problemlos. Bei mir ist das nur so, dass ich noch nicht so schön gerade auf der rechten Hand den Nagellack auftragen kann. Deswegen mache ich das gerne in 2 Schritten. Und da ich sowieso es momentan sehr natürlich mag, gebe ich einfach so einen French Nail Effekt drüber. French Nail Effekt Nagellack drüber, um genau zu sein. Und dann sehen meine Nägel unheimlich gepflegt und wunderschön aus. Ich habe sehr lange Manico benutzt und ich bin weiterhin auch ein Fan von Manico. Also ich finde Manicos toll. Ein Tipp, das mache ich mittlerweile immer so, wenn ich Manico benutze, dass ich diesen Fibercoat dünn drauf gebe, den anraue. So schaffe ich eine Verstärkung meiner Nägel. Ich muss meinen eigenen Naturnagel nicht anrauen und schaffe aber auch einen perfekten Untergrund oder Grip für die Manico-Gelstreifen. Und die halten dann Bombe. Also dann, das alles zusammen hält ewig. Ist ein bisschen mehr Arbeit auf jeden Fall, aber es hält einfach ewig. Wenn ihr übrigens zu meinen Manico-Review-Videos kommen wollt, guckt hier vorbei. Was ich auch ab und zu benutze, ist natürlich so für den natürlichen Look, ist so ein French Manicure Tip Pencil. Ich glaube, den kenne ich schon seitdem ich im Kindergarten bin. Also das ist ja so eine ganz alte Methode, um den Tipp des Nagels etwas aufzuhellen. Funktioniert super gut, muss man ein bisschen anfeuchten. Also er ist water active. Ich rutsche aus dem Bild raus. Genau, und habt ihr schon meine wunderschönen Ohrringe gesehen? Die habe ich mir bei Mango gekauft. Ich finde, sie bekommen viel zu wenig Aufmerksamkeit in diesem Video. Ist so eine vergoldete Color. Ja, wieder zurück. Falls euch das Video gefallen haben sollte, freue ich mich über einen Thumbs up. Hier geht es weiter mit Make-up Basic und Nagelvideos. Und jetzt sage ich einfach, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Tschüss.